Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gucken wir uns heute eine Rouge Multiplayer Schlacht an zwischen Yannick, Sowinski, Marius und mir. Also Sowinski und ich waren in einem Team und Yannick war mit Marius in einem Team. So, jetzt muss ich kurz suchen. Ja, genau, da war's. Die Schlacht geht 1,5 Stunden und da ich auf viele Sachen näher eingehen will, muss ich da wahrscheinlich mehrere Parts draus machen, wahrscheinlich sogar 3. Die werde ich in 15 Minuten Parts gliedern, weil ich selber mir auch keine 30 Minuten Videos angucken. Also 30 Minuten Videos haben auch noch am Ende 7% Zuschauer, allerdings ja, 15 Minuten Videos gucken dann halt, also wenn es mehrere 15 Minuten Videos sind, gucken es mehr Leute bis zum Ende. Wir wollen ja, dass die Leute so lang wie möglich unsere Videos gucken. Frag dich eigentlich warum. Naja, finden wir halt besser. Und vor allem warum nicht, ist ja kaum eine Arbeit. Na, ich bin gerade übrigens nebenher an 2 Battlefield-Videos hochladen, deswegen mache ich das ja auch gerade. Kann nämlich sonst nichts tun. Und ja, also am Anfang war eigentlich nichts Besonderes. Jeder versucht irgendwie den feindlichen Nachschub irgendwie zu unterbinden und Hauptaugenmerk lag darauf, die Stadt hier einzunehmen. Ich muss das Video, glaube ich, in durchgehend 10 Minuten laufen lassen, wenn wir das in ein paar Minuten, in 2-3 Parts freikriegen wollen. Und wir waren nebenher vielleicht, mal viel reicht. Wir waren hier nebenbei fleißig am Luftabwehr bauen. Und ein bisschen Artillerie, weil wir gewusst haben, dass die sich hier mit hier in den Wäldern einzecken. Mit was zeckt man sich in Wäldern ein? Genau, mit Luftabwehr und Infanterie, weil was anderes geht da nicht rein. Und die sind anfällig gegenüber Artillerie. Und ja, da haben wir das Ding mit Luftabwehr vollgespammt, weil wir gesehen haben, dass sie ein Flugfeld bauen und der eine spielt Brite. Dann ist das immer sehr empfehlenswert, Luftabwehr zu bauen. Gleichzeitig kann mit der Luftabwehr seine Artillerie besser schützen, mit der mir anfangs die Feinde ziemlich fertig machen, allerdings nur anfangs. Ja, ich verrate euch nicht, wer gewinnt, das Blatt wendet sich mehrmals. Aber ja, also jeder hat eigentlich viel dazu beigetragen, dass es so gekommen ist. Also hätte die eine Partei, die verloren hat, etwas dümmer, nicht ganz so intelligent gehandelt, hätte sie verloren und die Partei, wo verloren hat, hätte die sich mal ein bisschen mehr angestrengt oder manchmal ein bisschen besser aufgepasst, dann hätten die gewonnen. Ja, hier rushen wir sie mit Fanatismus und Infanterie nieder. Eigentlich ein ausgeglichener Kampf, aber dank Fanatismus fliehen uns Reinheiten ja nicht und ciao. Es hat zwar nur eine Einheit überlebt, aber es geht ums Prinzip. Ja, da habe ich meinen Jagdbomber vorgeschickt, habe gemerkt, dass es nichts bringt, habe versucht mit diesen Jagdbomber jetzt das Flugfeld zu bombardieren. Hat aber irgendwie nicht funktioniert, frag mich nicht warum. Jetzt haben wir seine Einheit dann abgeschossen, leider wurden unsere dann auch abgeschossen und ja. Zum Glück kann ich so schnell reden, weil sonst wäre das hier wirklich schrecklich. Hier haben die mit Infanterie unseren Wald gerusht und wir mussten uns zurückziehen. Ich möchte, weil die haben auch noch von der Terror draufgesetzt, das war böse. Und damit haben die eigentlich die halbe Stadt. Zum Glück hatte ich hier noch diesen Panzeraufklärer, der hat einen MG drauf. Und mit dem MG kann man wunderbar Infanterie ausschalten. Und ich hatte dann auch Artillerie. Ja, jetzt kommt einer der bösen Schachzüge des Feindes. Nämlich der von Marius. Der Wichser hat mein Nachschubdepot eingenommen. Ja, ich habe sie versucht zu bombardieren. Einer hat leider nicht ausgereicht. Und noch einen zweiten gebraucht. Hatten wir aber nicht, wir hatten zu wenig Geld. Weil die hatten alle, jede Menge Nachschubdepots und ich hatte noch das hier. Ach ja, und das. Und 2 Nachschubdepots bringen nicht allzu viel Geld. Ich habe sie trotzdem, also zusammen mit Sowinski haben wir sie ausgelöscht. Dann hier eine kleine Offensive mit Panzer 3, die hat aber gut gestoppt. Wahrscheinlich mit Jagdbombern. Dann hier jagen noch Panzer, noch Bomber drüber, aber leider hat es nichts gebracht, hätte zu viel Luftabwehr. Wobei er hat eigentlich nur 4. Aber muss auch dazu sagen, wir hatten ein. Der greift uns an, aber wir hatten. Was hatten wir da eigentlich? Wir hatten Jagdbomber, glaub. Haben wir die jetzt zurückgehalten? Naja, auf jeden Fall, wir hatten Angst, dass der Wald übel besetzt war, weil wir haben immer nur gesehen, wie Einheiten in den Wald reinlaufen. Wir haben gedacht, da werden hunderte von Einheiten und haben wir hier unsere Scheinobjekte durchfahren lassen, damit die sichtbar werden, dass wir drauf schießen können. Aber anfangs haben wir erstmal auf die Luftabwehr geschossen, weil wir wollten uns eigentlich auch auf Luftwaffe spezialisieren. Dann bin ich mal auf die Idee gekommen, wir könnten ja mal einen Tiger bauen. Da hinten war jede Menge Luftabwehr und Infanterie. Und da haben wir immer Einheiten drüber fliegen lassen, um sie zu opfern, damit die Einheiten sichtbar wären, was im Nachhinein ein Fehler ist, weil uns hat Geld gemangelt später, ziemlich heftig. Ja, da Überfallangriff, Überfallangriff und mit Sturmträgern und Artillerie drauf los. Zack, da waren sie weg.
So, da sind wir zwar erstmal durchgebrochen. Ja. Wir haben gedacht, so, jetzt haben wir sie da, wo wir sie haben wollen, an den Eiern. Aber das Problem war, Matilda ist so ein Tigerpanzer. Scheiße war's. Was hatte ich dabei? Ich hatte, glaube ich, einen Tigerpanzer. Der hatte 4, 5. Und ja, dann hatten wir sehr, sehr viele Verluste und mussten uns zurückziehen mit dem, was wir noch hatten. Und hat der, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, mit Funkstelle hatte sich außenrum vorbeigeschlichen. Ich glaube, wir gucken das Ganze jetzt mal aus meiner Sicht. Können wir das besser nachvollziehen? Um zu gucken, auch mal in die feindliche Sicht. Und ja, es war Skype. Ja, und da hat er alles ausgelöscht, also meine ganze Offensive gestoppt. Und das ist eigentlich natürlich perfekt, im Moment anzugreifen. Aber seht ihr schon den ersten Fehler, den sie getan, haben. Sie haben Panzeroffensive gestartet, ohne Luftabwehr. Hier landen wir unsere Fallschirmjäger für den Fall, dass noch mehr Panzer kommen. Ne, es war später. Und durch die Jagdbomber haben wir sie halt effizient ausgelöscht. Wie ihr hier seht, wunderbar. Jede Menge Tiger und weg sind sie. Naja, es war nur einer, aber zwei fliehen und da war schon der nächste weg. Nächste flieht. Wären sie vielleicht mit Fanatismus und Blitz vorgerusht, wären sie bisher gekommen. So sind sie nicht sehr weit gekommen. Haben allerdings meine 50 Dollar Artillerie zerstört und wie schon erwähnt, uns hat es an Geld gemangelt. Wir hatten nichts mehr. Wir haben durch nichts Geld bekommen. Aber hier kam sein Panzerrush dann zum Stoppen, weil ich eine Luft- und Panzerabwehr gebaut habe, weil wenn der Feind uns mit Lufteinheiten angreift und mit Panzereinheiten, dann ist ja irgendwie klar, dass man Luft- und Panzerabwehreinheiten baut, oder? Ja, auf jeden Fall da wollte man noch loswerden, schick ein paar Jagdbomber drauf. Frag mich, warum die da keine Luftabwehr vorgeschickt haben. Ja, da haben sie Einheiten von uns runtergeschossen, was nicht so toll war, weil ich konnte keine neuen bauen. Das hier war eigentlich auch das Einzige, was ich noch hatte. Das war die letzte Einheit, die ich besessen habe. Und ich habe das vielleicht gerade eben noch ganz kurz gesehen. Da hat mein gepanzerter Aufklärer darauf geschossen. Da kam der aber mit einem leichten Panzer und hat ihn ausgelöscht. Allerdings habe ich damit dann seinen Panzer ausgelöscht. Ja, haben wir irgendwas zurückerobert? Ich weiß nicht, was. Ja, genau, das war da hinten mein Galo Rush. Da habe ich hier alles eingenommen. Habt ihr gerade eben ja gesehen. Einheiten von seinem Flugfeld zerstört. Hat mir Janik auch im privat ins Team geschrieben: Ey, sowas kann ich nicht bringen. Ja, natürlich, wenn man verlieren, springt man sowas. Dann hat er mit Artillerie drauf geschossen. Ich habe eigentlich gehofft, dass er seine eigenen Basen noch zerstört. Hier haben wir noch ein paar Panzer ausgelöscht. Selber ein paar Panzer. Ich hatte leider zu wenig Geld, um Tiger zu produzieren, weil sonst wäre er wirklich im Arsch gewesen. Und die haben es leider wieder zurückerobert. Und ich baue halt das Infanterie ohne Ende. Und hier baue ich eine Panzerabwehr in der Hoffnung, dass ich damit seine Panzer auslösche. Aber ich glaube, ich konnte einen oder so kaputt machen. Ja, einen. Ja, sogar zwei. Da ist schon drauf gegangen. Weil er keine Aufklärer hatte. Aufklärer kam erst zu spät. Dann hat er da die Kaserne zerstört, was irgendwie im Nachhinein ziemlich dumm ist, weil er jetzt auch einnehmen können. Und dann hat er mich natürlich mit Infanterie niedergerusht. Ich habe noch so schnell wie möglich das Flugfeld eingenommen, in der Hoffnung, dass das Flugfeld auch noch kaputt schießt. Und ja, hat er aber leider nicht. Ich frage mich, warum er es nicht gleich eingenommen hat. Ja, auf jeden Fall, währenddessen, wo sie abgelenkt waren, haben wir Sowinski mit angefangen, ihn zu bombardieren. Und ich habe ihn ein bisschen mit Stucks unterstützt, allerdings nicht allzu viel. Oh, schon 10 Minuten vorbei. Ja, ich nehme jetzt mit 30 FPS auf. Schade. Vielleicht mit 24 aufnehmen, ist die Qualität später besser. Naja. Ja, hier sehen wir nichts mehr, außer die Artilleriestellung. Und dann haben wir uns gedacht, oh, wenn wir sie jetzt mit Artillerie zuspammen könnten und einfach da drauf schießen, wir würden alles zerstören. Wir hatten aber kein Geld. Na, hier oben hat er eine kleine Panzerarmee. Da auch. Dann hat der gesagt, ja hier, das hier nimmt keiner. Habe ich gesagt, ja, ist ja klar. Ganz im Ernst, wer will das schon einnehmen, freiwillig. Und da oben hat er gesagt, ja, das sollten wir mal bombardieren. Da habe ich gesagt, nö, bringt nichts, da sind nur 18 Dollar drin. Wir warten jetzt und bauen nichts. Wir warten jetzt noch die restlichen 40 Sekunden. Feinde greifen ja sowieso nicht an. Und spammen dann Verwaltungsgebäude. Gucken wir mal schnell neutrale Ansicht. Ja, die hatten was im Wald stehen, aber wir haben echt befürchtet, dass die hier eine ganze Panzerarmee stehen hat, haben. Hatten sie aber nicht. Was sie da gemacht haben, ja, da haben sie wirklich dieses Verwaltung, dieses Nachschubdepot eingenommen. Jetzt gucken wir mal bei uns weiter. Da haben wir gedacht, what the fuck? Lol, fail. Was haben die sich dabei gedacht? Das können die noch niemals halten. Das ist absolute Geldverschwendung. Ja, und hier sammeln sich schon die schweren Bomber und die ersten Verwaltungsgebäude, weil wir haben gedacht, so, jetzt waren wir die ganze Zeit
finanziell unterlegen. Jetzt müssen wir endlich mal zurückschießen. Also Währung, geldtechnisch. Hier haben wir gedacht, ja, wenn die sowieso nicht angreifen, wieso bunkern wir uns nicht einfach ein? Wieso so schön mit Panzerabwehr und Luftabwehr und Artillerie und Bombern und Jagdbombern und bauen einfach Verwaltungsgebäude. Ja, hier bombardieren wir einfach dem seine Panzerabwehr, weil die kann sich irgendwie nicht gegen Luftabwehr, gegen Flugzeuge wehren, so jetzt haben wir's. Es ist 14:30, verzeiht mir meine Sprachfehler, die ich ab und zu mal habe um die Uhrzeit. Seid froh, dass ich hier nicht anfange mit breitem Schwäbisch. Ich glaube, es wird keiner verstanden. Und ja, ich wundere mich irgendwie, warum ich mir... Ah ja, jetzt habe ich's drauf geschossen. Nein, habe ich überhaupt nicht getroffen. Sehen die Dinger eigentlich aus? So, so. Puh. Sieht schon geil aus mit vierfacher Geschwindigkeit. Puh, puh, puh. Naja. Ja, hier kommt er mit Infanterie und ich habe echt gedacht, oh fuck, jetzt verreck ich, aber ich konnte noch so noch ein paar leichte Panzer bauen. Ohne die hätte ich da wirklich übel aufs Maul bekommen. Weil jetzt sieht man mal wieder, wie ein paar kleine Einheiten, was die anrichten können. Währenddessen gab es immer wieder ein bisschen Luftangriffe, die wir abgewehrt haben, also nichts Besonderes. Wir haben festgestellt, seine Luftabwehr war um einiges besser wie meine. Eine von seinen hat, keine Ahnung, Infanterie, Luftabwehr, Infanterie, Flugzeug, alles abgehalten. Meine, ich habe 5 auf einmal gebraucht, sonst ging da gar nichts. Ja, da kam dann mit dem Aufklärer, wir haben gewusst, oh oh, Aufklärer bedeutet manches Artillerie-Spam, den müssen wir jetzt ausschalten. Allerdings hatte ich selber Angst davor, dass wir ohne Aufklärer in irgendeine Falle tappen und deswegen haben wir auch einen Scheinangriff gestartet. Auf ein paar Einheiten, wo wir nicht mit ein paar Einheiten, auf die wir verzichten konnten. Während der Artilleriebunker geschossen hat, habe ich versucht, ihn mit meiner Artillerie auszuschalten, weil wenn er nicht schießt, dann sehen wir ihn auch nicht, aber leider kam auch dieser Angriff sehr, sehr schnell zum Erliegen, leider. So, da haben wir ein paar Scheineinheiten durchgeschickt, einfach nur, dass die uns auf jeden Fall nicht angreifen. Ja, und da haben wir mal seine Einheiten gesehen, das war richtig geil, und haben wir gewusst, was sie da drin haben. Deswegen haben wir jetzt immer Scheineinheiten reingeschickt und haben mit Artillerie drauf geschossen. In der Hoffnung, dass einiges dabei drauf geht. Jetzt schießen wir immer noch auf die Artilleriestellung. Das war ja später, wo wir auf die Idee gekommen sind. Ah ne, jetzt schießen wir drauf. Ja, da hinten kamen ein paar Panzer. Die hätten einfach so rum müssen, hätten wir verloren gehabt. Ich frage mich, warum sie es nicht getan haben. Artillerie, ja genau, da vorne hatten wir Angst vor dem Panzerabwehr und alles. Ich dachte anfangs auch, dass wir Artillerie, deswegen wollte ich sie so schnell wie möglich ausschalten. Aber der Artilleriebunker, der hat mich ums Verrecken so aufgeregt. Ich wollte ihn jetzt unbedingt loswerden. Weil ich arbeite unter Druck in Rouge nicht allzu gut und Artillerie setzt mich halt unter Druck. Ja, hier haben wir versucht, sie zu bombardieren mit Düsenbombern, haben inzwischen auch gebaut. Dann noch die restlichen Jagdbomber draufgeschickt, können ja auch eine Einheit zerstören, allerdings hat es nicht so, gab es mehr Verluste. Es lohnt sich nicht, $30, wie viel es auch sind, dafür auszugeben, um, wie viel sind es, $20 dafür auszugeben, um eine Einheit Infanterie auszuschalten. Das bringt es einfach nicht. Und ja, da halten wir sie noch gerade so aus, offen mit unserer Luftabwehr. Leider schießen die mit Artillerie drauf ohne Ende und zerstören auch ein paar unserer Gebäude. Das fand mir nicht so lustig. Ja, hier hatten wir ein paar Einheiten, die wurden sofort ausgelöscht. Wir hatten hier ein paar Panther. Dinger sind stärker, als man denkt. Und auch jede Menge Luftabwehr. Endlich hatten sie mal Luftabwehr. Leider waren die ein bisschen zu weit hinten. Dann haben wir ein bisschen versucht, mit Artillerie die Panzerabwehr auszuschalten. Was haben wir da eigentlich gewartet? Ja, weil ich wollte damit eigentlich mit Tigerpanzer anrücken und deswegen müssen wir die Panzerabwehr zerstören. Das machen wir am besten mit Bombern, aber irgendwie ging das nicht. Was hatten die da drin eigentlich alles? Okay, die hatten, mein Gott, so wenig Luftabwehr und das hält uns auf. Ich bin Besseres von mir gewohnt. Ja, und das war auch voll fail. Ich weiß gar nicht, warum der eine Schleife gedreht hat. Ich habe den Bombern immer Befehle gegeben und sie haben nichts getan. Naja. Bisschen Artillerie hin, ein bisschen Artillerie her, hier mal wieder eine kleinere Offensive. Ja, eine kleine, bisschen größere Offensive. Also, wir haben echt gedacht, oh, oh fuck. Mein Mauspanzer kommt ja noch rechtzeitig an, ich weiß es nicht. Wir haben versucht, mit Terror und Artillerie sie zu fliehen zu bringen, aber leider haben sie Fanatismus drauf gesetzt. Was gar nicht lustig war. Und ob die Offensive gelungen ist oder nicht,
Das würde ich mal sagen, kommt in den nächsten Part rein. Ich hoffe, dass der Part euch soweit gefallen hat und ja, ciao Leute.